Die Waggons liegen kreuz und quer auf den Schienen, teilweise sind sie komplett zerquetscht. Bei einem Zugunglück in Indien starben mindestens 288 Menschen, weitere 900 wurden verletzt. Die Katastrophe gilt schon jetzt am Tag danach als verheerendstes Zugunglück seit Jahrzehnten. Zwei Personenzüge und ein Güterzug kollidierten in einer ländlichen Region knapp 200 Kilometer südwestlich von Kalkutta. Thomas Leber mit den Einzelheiten. Am Morgen wird das ganze Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Etwa ein Dutzend havarierte Waggons liegen auf und neben den Gleisen, einige mit aufgerissenen Abteildecken, die Fenster zerschmettert. Aus den Waggons versuchen Dutzende Helfer in Zivilkleidung und Rettungskräfte mit orangenen Schutzanzügen, verzweifelt verletzte Passagiere unter den tonnenschweren Trümmern zu retten. Ich wachte auf und hörte einen lauten Knall, als der Zug entgleiste. Ich lag auf dem obersten Liegeplatz und hielt mich am Ventilator fest. Als der Zug anhielt, konnte ich mich befreien. Als ich aus dem Waggon kam, sah ich, dass jemand seine Hand verloren hatte, jemand sein Bein und das Gesicht von jemandem war entstellt. Dann bin ich ausgestiegen und seitdem sitze ich hier. In der Nacht soll erst ein Passagierzug entgleist sein. Ein entgegenkommender auf dem wenige Meter entfernten Parallelgleis sei dann in die umgestürzten Waggons hineingerast, ebenfalls entgleist und auf einen abgestellten Güterzug geprallt. Krankenhäuser und Notaufnahmen in der Umgebung sind überfüllt. Die Suche nach Opfern und Verletzten dauert noch an. Wir konzentrieren uns jetzt ganz auf die Rettungsmaßnahmen. Wir versuchen sicherzustellen, dass diejenigen, die kritische Verletzungen erlitten haben, zur Behandlung in die Krankenhäuser gebracht werden und dass ihre Angehörigen über ihr Wohlergehen informiert werden. Indiens marodes Bahnsystem mit alten Zügen und überholungsbedürftigen Gleisanlagen ist bekannt für häufige Unfälle. Doch derart hohe Opferzahlen hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Das Büro des Premierministers kündigte Entschädigungszahlungen von umgerechnet 2.300 Euro für die Angehörigen der Toten an.